Ein frischer Wintermorgen in der britischen Grafschaft Norfolk und königlicher Besuch. Lächeln, Hände schütteln. Auf den ersten Blick scheint es ein ganz normaler Tag im Leben von Königin Elizabeth II. Zu sein. Doch etwas ist heute anders. Vor 60 Jahren, es war ein Mittwoch, ein grauer Februartag. Ich war damals 9 und in der Schule. Und die Nachricht verbreitete sich am Morgen auf dem Schulhof, dass der König tot sei. Ich weiß genau, dass ich dachte, das kann nicht wahr sein. Könige sterben nicht. An diesem Tag im Jahre 1952 wurde aus Prinzessin Elizabeth eine Königin. Mit 86 Jahren ist sie die älteste Monarchin, die Großbritannien jemals hatte. Ermüdungserscheinungen zeigt sie kaum. Zum Auftakt der Feierlichkeiten stehen lediglich 2 Routinetermine an. Ein Besuch im Rathaus der Stadt King's Lynn in der Grafschaft Norfolk sowie ein Abstecher in eine Schule. Sie macht ihren Job gut und sie zieht sich gut an. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Und sie ist wirklich nur eine von 2 Königen, die 60 Jahre auf dem Thron saßen. In London wird das 60. Thronjubiläum der Queen mit 62 Salutschüssen begangen. Ein explosiver Auftakt für ein Jubiläum, das in den kommenden 5 Monaten noch ausgiebig gefeiert wird.